Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach MLS 19 am Mittwochmorgen, einen wunderschönen. Ja, ihr seht, ich bin da noch ein bisschen am Ballen verladen. Das werdet ihr auch die restliche Folge hin weiterhin sehen. Aber tatsächlich, so natürlich wieder so wie gestern in der Timelapse oder wie man es auch sagen kann, Zeitraffer. Wie ist einfach tatsächlich. Ich glaube, Timelapse hört sich besser an als Zeitraffer, muss ich sagen. Und deswegen, weil ihr habt das Ballenverladen schon oft genug gesehen, also ich glaube, ihr wisst, wie es geht. Und für mich ist es natürlich dann auch einfacher, weil ich muss nicht so viel reden. Ich muss eigentlich nichts reden, weil ich muss sagen, ich habe tatsächlich auch gerade Shame on me, aber ich habe kein Thema, was ich mit euch besprechen könnte. Und dieses Ballenverladen ist jetzt, glaube ich, auch nicht so spektakulär. Natürlich der ein oder andere wird es, natürlich können wir das sehen. Aber ihr seht jetzt ja halt nur ein bisschen im schneller Vorlauf. Deswegen, wie gesagt, ich wünsche euch wieder mal viel Spaß wie in der gestrigen Folge mit dem Timelapse-Video. Und wir sehen uns natürlich wie immer entweder am Ende der Timelapse oder wenn wir überhaupt fertig werden mit allen Ballen verladen. Ein bisschen dauert das schon. Und wie gesagt, ich kann natürlich auch nicht sagen, wie lange das Video wieder wird, weil ich habe jetzt einen 3000er Vorlauf drin. Also so wie es in meinem Schnittprogramm steht, ist halt ein 3000er Vorlauf. Und das ist eigentlich relativ gut. Ich muss halt noch gucken, weil ich möchte natürlich schauen, dass ich nicht die gleiche Musik wie gestern verwende. Das heißt, ich muss dann noch ein bisschen gucken, ob ich die eine oder andere Musik noch finde und mir die schnell runterlade. Dann passt die Sache. Also, es gibt ja genügend. Und ja, wie gesagt, dann wünsche ich euch jetzt allen viel Spaß mit der kommenden Zeitraffer und wir sehen uns danach. Oder eben, wenn die Folge zu Ende ist, melde ich mich auch nochmal. Ja. Da fahren wir doch nochmal neu ran. Aber das seht ihr dann in der Zeitraffer. Wie gesagt, viel Spaß und bis dann. Wasn't real with your boy, real, wasn't real.
They all see that it's a lie. Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Giving a warning, I'ma leave without giving a, giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, cause you never show. You say you will, but then you don't.
So, der erste Teil der Ballenverladung Timelapse ist vorbei. Ich hoffe wieder, er hat euch gut unterhalten. Was hier passiert ist, weiß ich nicht so genau. Also, ja. Gut, lassen wir mal so. Das geht tatsächlich. Ich habe es jetzt auch geschafft, wenn man die so nebeneinander ran stapelt, wenn man die weit genug nach vorne hinpackt. Wir werden aber jetzt noch nicht aufhören, sondern wir werden noch ein bisschen weitermachen. Nicht mit Ballen verladen, sondern. Mir war wichtig, dass wir die 77 von Ballen leer räumen, denn die werden wir jetzt umgruppern und da werden wir jetzt Ackergras ansehen. Ackergras ist eine separate Frucht, okay. Gut, das heißt, wir schnappen uns den Steier. Da ist er. Und den Grupper. Kann man den anhören? Ja, da steht genau davor, passt. Hat ja von der Kameraposition ein bisschen anders ausgeschaut, deswegen. Wunderbar. Ja, geben wir ihm nochmal ein Frontgewicht. So. Da haben wir ja auch noch, genau, da haben wir noch eins rumliegen, perfekt. Das haben wir ja damals für den Steier extra gekauft. Zack. So, dann gucken wir das Kugelteil an. Das Kugelsurgewicht. Ah, da sieht das gleich schon wieder viel besser aus hier. Oh, da war vielleicht ein Sound. Ja. Ah. Wo ist aufgemacht, dann geht die Sache. So, soweit ich weiß, wir haben es so gut wie keine Kurse für die 77, weil bis jetzt die einzigen zwei Kurse, die wir haben, ist glaube ich Schwaden, Mähen und Pressen. Ich glaube, mehr gibt es noch nicht. Schnell noch mal raus, bevor da der Bedomische kommt. So, sind wir. Das heißt, hier rein. Dann können wir das gute Ding mal aufklappen. So. Oder warte mal. Braucht das Gruppen oder Pflügen? Es braucht Pflügen auch. Warte mal, was ich jetzt tatsächlich noch gucken möchte, mit können wir das mit unserer Sämaschine überhaupt ansehen? Das wäre mir wichtig. Können wir machen. Okay, gut, das ist eine Direktsache, ne? Genau. Das heißt, ich hole mir jetzt doch den Xeron mit dem Teil, guten Teil hier. Das heißt, ist auch Steier. Da war ich mal wieder ein bisschen voreilig. Weil den hätten wir tatsächlich gar nicht gebraucht. Gut, den räumen wir dann wieder auf. Jetzt haben wir genau den, will ich nämlich haben. Allradlenkung an. So, zack. Also ich nehme dafür immer Xerium, weil er einfach der stärkste Traktor am Hof ist. Klar, der Steier wird es auch schaffen, der Tiefenlocker, der braucht hier nur 230 PS, aber in echt wäre das schon ein bisschen ein dickeres Teil. Und wenn wir schon den Xerion haben, dann können wir den natürlich auch in die Nutzung bringen. Ansonsten wäre er nur vom Mähwerk ansonsten. Und da lohnt es sich wirklich nicht. Der Traktor, der wenige Stunden drauf hat mit 3. Der hat sogar für den Farmer schon mehr drauf. Und das heißt, der muss mal ein bisschen hier in Einsatz kommen. Weil der war doch nicht so billig. Klar, ich werde ihn nicht verkaufen. Weil wenn wir jetzt dann wieder mal Hexenbanner. Ist er natürlich auf dem Silo, ist er natürlich Gold wert, ne? Das ist klar. Aber für solche Arbeiten kann man auch easy einsetzen, also. Ne, warte mal, denkt das Gewicht runterlassen. Das ist gerne runterlassen. Genau. Dann geben wir den guten Kollegen Normalrad. Und sperren. Ah, jetzt habe ich. Keine Ahnung, ich gebe trotzdem mal sperren. Ja, das funktioniert auch gut. Das heißt, wir fahren nochmal runter. So. Passt, wenn man die Bäume machen, keine Probleme. So, gut, nimmt das bis zum Rand mit. Ja, nimmt er, perfekt. Gut, das heißt, wir machen uns hier mal einen Kursus. Ah, das war wieder das Problem. Warte. Kursgenerierung. Stellt immer auf 77. Ah, da war's schon. Vorgewende machen wir 4 Stück. Nein, machen wir 5. Zack. Wunderbar. Jetzt gucken wir noch mal eins nach, und zwar hat das Teil wirklich 5,2 Meter? Es hat 6 Meter.
Da machen wir noch mal anders noch. So. Ah, es war 6,23 statt. Den machen wir ein bisschen kleiner. 5,9. So, jetzt passt wieder. So. Das heißt, wir machen einstellen. Und dann macht er es. Muss jetzt zwar ein bisschen plagen, aber er macht's. Das heißt, wir speichern natürlich mal. Schreibe ich den gerade für eine Scheiße. So. Flügen unterstrich F77. Dann noch dran 5,9. Ja, könnte passen. Kommt er um? Den, ja, hat er geschafft, ne? Ja, ich glaube, da kommt er überall vorbei. Das sieht gut aus. Gut. Das heißt, ich werde den mal machen lassen. Ah, der Endpunkt ist hier vorne. Okay. Schauen wir, wie lange braucht er? Er braucht 22 Minuten 57. Der braucht gar nicht so lange. Okay, ich hätte jetzt gedacht, braucht jetzt ein bisschen länger, aber ja, okay, es geht eigentlich klar, ne? Das heißt, wir räumen nochmal den Steier auf, aber ich darf mich für euch fürs Zuschauen auch schon wieder bedanken. Ich würde mal schätzen, wir haben so wieder die 20 Minuten rum, wie beim letzten Folge. Ich kann es natürlich jetzt schwer einschätzen bei der Aufnahme, bin ich jetzt bei 34 Minuten. Und gestern, es waren glaube ich so 17 Minuten Aufnahme, die Timelapse vom Ball entwickeln. Und die habe ich dann auf 5 Minuten runtergekürzt. Das heißt, wenn das jetzt sind, das waren jetzt knapp 20, 25. Das heißt, es wären dann so um den Dreh 10 Minuten. Das heißt, ich glaube, da müsste man schon klarkommen mit, ne? Ansonsten, ich kann auch nichts dafür. Ich bin ja für extra eine halbe Stunde dran gesessen. Und das natürlich, wenn man Timelapse macht, die Folge etwas, immer ein bisschen etwas kürzer werden, ist klar. Aber ist natürlich für euch dann auch schön anzusehen, ein bisschen Musik. Und ja, mir gefällt es tatsächlich auch sehr gut. Wie gesagt, ich darf mich fürs Zuschauen bedanken. Wenn euch die Folge natürlich gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen, wäre natürlich sehr nett. Und ansonsten sehen wir uns morgen dann zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach MLS 19. Und bis dahin wünsche ich allen noch einen wunderschönen restlichen Mittwoch, wunderschöne Wochenmitte. Und bis morgen, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving.